Frosch. Hallo, da ist ja das schöne Auto. Geschlossen, wir hier gehen rein. Guck mal, wie mein Finger gewachsen ist hier. Ich hab dir... Guck mal. Unglaublich. Was ist denn da los? Ja, oh, anscheinend doch die Sehne gerissen. Also wurde doch eine falsche Diagnose im Krankenhaus gemacht. Also wird das jetzt nichts mehr wieder mit dem Arm? Nee, ich habe überhaupt kein Gefühl hier. Deswegen gab es auch ein, zwei Tage keine Videos. Willkommen bei der Kfz-40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um einen Schlüssel. Ich habe ja diesen Schlüssel, Eidosch. Du hast Keyless Go, aber kein Keyless Entry. Entry, oder wie man das auch so nennt. Aufmachen. Hast du gehört? Ja, Luftfahrt. Und schlüssellos kannst du starten. Genau. Ne? Das können wir ja machen. Aber gibt es nicht. Ich will ja unbedingt bei meinem Auto Keyless Entry einbauen. Das heißt, schlüssellos aufmachen, schlüssellos schließen. So was zu machen, in den Türgriff kommen Sensoren rein. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Plus Heckklappe, plus Kabelbaum, plus alles anschließen, plus das richtige Steuergerät drin haben. Ich weiß nicht, ob ich das doch habe. Ich habe das gar nicht ausgelesen. Das Teil kostet, glaube ich, zwischen 600 und 800 Euro plus 6 Stunden Einbauzeit. Sprich, so um die 2000 Euro wird dich das kosten. Wow. Ja, wenn du das nicht selber machst. Und dann habe ich im Internet was sehr, sehr Interessantes gesehen. Und dann dachte ich, ey, das muss ich jetzt ausprobieren. Wir haben ja so einen Schlüssel. Man kennt das ja. Geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ich habe was bestellt. Ein Geschenk für mich? Nein. Guck dir das an. Was ist das Schönes? Ein Smart Key. Bei so einem Smart Key ist das Geile, was ich gesehen habe, wir könnten das hier einbauen. Und danach könnten wir, wenn wir hingehen zum Auto, schließt er sich selber auf. Und wenn du weggehst, schließt er sich selber zu. Aha. Und deswegen habe ich mir so einen Schlüssel geholt. Ich habe das für 80 Euro geholt. Man kann es bestimmt auch irgendwo in AliExpress und so billiger holen, glaube ich. Aber ich wollte es unbedingt so schnell wie möglich haben. Und das Ganze auch so schnell wie möglich testen. So einfach ist dieser Umbau nicht. Also man muss den Schlüssel hier umbauen. Wenn das klappt, haben wir für 80 Euro Keyless Entry eingebaut. Und das werden wir heute ausprobieren, ob das geht oder nicht. Also einmal den Schlüssel kriegt der. Der ist aber komplett entladen gewesen. Also ich habe den eine Stunde angeschlossen und dann hat er erst angefangen zu reagieren. Aha. Ja, ja, der hat ja so einen USB-C-Platz hier zum Laden. Und dann ist da noch hier, wir müssen ja ein paar Sachen löten, aber dazu kommen wir noch. Bedienungsanleitung, genau. Und was hier drin ist, werden wir gleich sehen, so Kabelkram und dann nochmal deine Sachen. Und das ist dein Funk. So, zum Aufladen haben wir einmal so ein USB-C, ist USB-C. Und dann haben wir das, was wir löten müssen. Ach, das ist auch alles dabei. Das ist alles dabei. Und dann haben wir noch mal so eine dickere Schale, falls euer nicht reinpassen sollte, dass es noch mal dicker ist. Dann passt das auf jeden Fall rein. Oh. So kriegt ihr das geliefert. Ist halt ein super Teil eigentlich, ne? Ja. Und jetzt müssen wir dieses Innenleben hier einbauen. Es reicht natürlich nicht nur einbauen, wir müssen das Ganze natürlich auch irgendwie verdrahten. Das heißt, wir müssen Feinarbeit machen, wie zum Beispiel hier löten. Also wenn das einer macht, auf eigene Gefahr. Wenn ihr nicht löten könnt oder so, gibt das einen Experten ab, er soll das machen, weil das wird schon ein bisschen tricky hier, das Ganze. Ich habe es noch nie probiert, das heißt, das ist mein Ersatzschlüssel, hier ist mein Originaler. Der funktioniert sogar nicht. Du siehst auch Batterie? Hier ist höchstwahrscheinlich die Batterie leer, ich hoffe es. Wenn er kaputt ist, dann haben wir alles umsonst gemacht. Einmal hier drücken, yes, das ist der Schlüssel. So, einfach ziehen, yes. Ah, siehst du, die Batterie. Mhm. Und dann habt ihr das Innenleben. Ah, siehst du? Ach, kommt schon raus. Das ist, wie nennt man das, so eine Platine, oder? Das ist die Platine. Was müssen wir da alles löten? Hier steht dann alles. Guck mal. Wir müssen einmal Multifunktion, das haben wir nicht, wir haben nur drei. Das heißt, wir haben Batterie, müssen wir machen, schließen. Unlock. Unlock. Was ist das Blaue? Und das müsste, glaube ich, der Dings sein. Sag mal schnell. Ja, ist das Heckklappe. Trunk haben die stehen. Heckklappe. Aha. Hier hat man noch extra diese Farben drin. Boah, wie fein das alles ist. Oh. Ja. Das ist eine richtige Feinarbeit. Das ist eigentlich so ein Frauenjob, oder? Ja, wenn du dir das zutraust. Oh. Und später müssen wir diese Platine hier reinmachen. Du siehst das so? Wow, der passt auch perfekt. Der wurde auch für Audi-Schlüssel gemacht. Ja, und dann, genau, dieser Kabel
kommt dann hier rein. Hat er auch so ein Plätzchen da? Ah, guck mal, genau. Das wird da eingestöpselt, ne? Dann wird er hier eingestöpselt später. Und das andere kommt dann hier drauf. Legt man einfach nur drauf dann. Genau. Das kann man sich jetzt so vorstellen. Hier oben ist Trunk. Hier, Trunk. Unlock und Lock. Diese drei. Aber ich habe jetzt gerade eben geguckt, das sind ja, ne, an einer Spitze sind ja immer zwei Stück. Ja. Ne? Boah, das ist ja echt voll die Feinarbeit. Da musst du gucken, dass du das wirklich genau erwischt, weil hier, warte mal, wenn man das irgendwie zeigt. Und da musst du genau von diesem Teil dann die Ecken entsprechend dann mit diesem... Ja. Guck mal, hier an diesen Ecken. Ist nicht... ohne. Genau. Genau, und deswegen haben wir unsere Station hier, Alter. Okay. So, ich habe die Station hier aufgebaut mit einer Lupe. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nichts sehen kann. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie war die Platine eingebaut. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Darum auch das Weiße ist hier oben gewesen. Das heißt so, das ist aufmachen, zumachen. In der Mitte ist Kofferraum. Das heißt, in der Mitte ist Kofferraum? In der Mitte ist Kofferraum. Guck mal, bei dem steht Trunk oben. Ja, okay. Also es wird ja trotzdem funktionieren. Nur die Knöpfe stimmen dann einfach nicht mehr. Ja, das ist aber nur. Wenn man so Videos sieht, dann sieht das so ganz... Da macht er mal kurz nebenbei so ein Lötpunktchen schnell, ne? Ja. Trifft auch ganz genau, alles passt perfekt. Boah, Alter. Okay, den einen haben wir. Ist das nicht zu groß? Ja, aber der brüllt hier nicht so. Bei dem anderen müssen wir aufpassen, da müsste das weniger sein. Bei dem hier geht das. Du lass dich mal arbeiten, ne? Ja, also du musst mir ja auch helfen, das ja, ist auch schwer. Ja, ich helfe dir halten, okay. Ich muss die Kamera kurz weglegen dann. Ja, aber das mit dem hier, das schaffe ich, das eine schaffe ich selber, bei dem anderen musst du mir helfen. Okay. Dann zeige ich auch später, wie wir das gemacht haben. Wie das aussieht alles, ne, sozusagen. Ja. Mhm. So, Plus und Minus müssen wir jetzt machen. Aber das Gute ist ja, wenn das funktioniert, ja, dass viele sowas eigentlich auch selbstständig umrüsten können. Das können für die. Wenig Geld, denke Alter, ich. Alter, die größte Stelle, ich schaffe ihn hier. Was ist denn los mit dir? Ich schwör's dir, weißt du, die einfache Stelle geht machen nicht, aber... Die Stellen hast du ohne Probleme gemeistert. So, okay. Weil man denkt dann, weißt du, das geht ganz einfach ja, und dann geht's nicht. Und dann bleibt man dran hängen, ne? So. Ready to go. Genau, hier überall diese Punkte. Genau. Wenn wir alles richtig geguckt haben. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Und hier und plus, minus. Plus minus. Hier ist plus und minus ist in der Mitte. Die drei Stück könnt ihr euch eins aussuchen. Und dann werden wir jetzt Stunde der Wahrheit, Eidosch. Jetzt kommt das dran hier mit dem Dings. Ja, genau. Jetzt machen wir in den Stöpsel hier rein. Ich weiß nicht, ob du das schön siehst. Soll ich auch die Lupe nehmen hier? Gucken, dass ihr auch richtig drin seid. Ja, und auch ein bisschen mit Gefühl, nicht, weil das ist Plastik, Leute, nicht, dass jeder Bam das Lens kaputt macht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir können ja jetzt erstmal hier das hier probieren. Willst du das echt? Jetzt guck mal. Wir haben ja hier die Knöpfe, ne? Lass uns mal gucken, ob das jetzt schon funktioniert. Warte. Ey! Was? Hat funktioniert? Guck mal. Ich habe aufgemacht. Und? Mach mal zu. Abschließen! Ah, mach nochmal. Guck mal. Funktioniert! Ah! Wenn du auf und zu machst, hier. Mhm. Geil. Natürlich, ein Kabel bleibt bei uns weg. Das ist die Mul. Ja, du hast doch auch mal ein BMW gehabt. Ja. Da hast du doch vier Knöpfe gehabt. Einmal so eine Raute-Taste, weißt du noch? Und für was war das? Wenn du da drauf gedrückt hast, ging Licht an. Und wenn du das hast, dann kannst du das reinmachen und dann kannst du da drauf drücken und dann hast du nur Lichter an. Geil. So, okay, jetzt müssen wir den zusammenbauen. Dann hat man hier noch einen Schaum. Den würde ich auf jeden Fall hier drauf machen. Nee, gar nicht. Ich würde den unten drunter machen sogar, damit es da gepolstert ist. Dann nehmen wir auf jeden Fall das Größere. Ne? Und wenn ihr jetzt nochmal Schaumstoff oder so habt, dann würde ich das nochmal draufklatschen. Ja, dieser Schaumstoff stört hier ein bisschen. Kannst du den vielleicht doch abmachen? Okay, komm. Jetzt machen wir den mal auf. Guck mal. Oh mein Gott. Geht zu. Auf. Mal gucken, ob er aufgeht. Geht. So. Geht auch. Schlüssel funktioniert. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Keyless Entry haben. Wenn wir das hier einbauen. OBD. Das ist der OBD-Stecker. Ach so. Also nehmen wir den jetzt einfach, stecken den hier rein.
Mal gucken auch, wie er sich verbinden lässt. So, der ist jetzt drin. Und dann hat man so eine Funktion. PK on off. So. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Schlüssel dahin gehe, warte, ist der jetzt zu? Der ist zu. Was war das denn? Guck, wenn ich jetzt mit dem Schlüssel dahin gehe, ja, sollte er jetzt aufgehen. Mal schauen, ob das geht. So, ich mach nix. Ah! Der geht auf! Es geht! Ey, warte, warte, warte. Ich gehe jetzt weg, mal gucken, was sich jetzt abschließt. Ich drück nicht, Leute. Ich drück immer noch nicht. Leute. Du hast nicht gedrückt, oder? Nein. Guck, oh komm, mach das so. Warte, warte. Ich gehe jetzt geh da lang. Geh in die Richtung, ich gehe jetzt da lang, warte. Hier, Schlüssel. Ey, deine ganzen Träume sind wahr geworden, Leute. Ey, 80 Euro. Wir haben Keyless Entry. Hallöd. Ist sogar viel besser. Ich brauche nicht mal drücken. So, weißt du, wie schwer das ist manchmal, so zu ich drücken? Ich weiß, wenn du die Hände voll hast, wenn ich einkaufen gehe. Ja. Hände voll, da haben wir auch noch was. Aha. Warte. Okay, Leute, guck mal. Ich tue das einfach in die Tasche. Und ich gehe jetzt rein. Hände nimm hoch! Bitte, nimm mich bitte auf! Torfeffekt, was war das? Komm zurück nochmal! Jetzt hat das zu spät aufgemacht. So, ich gehe. So. So, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Guck da hin, schau mal hin, das ist oben. Pass auf. Da hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, komischerweise. Warte, vielleicht hat er die Schlüssel nicht erkannt. So. Warte. Oder war dieser schon zu? Ich weiß es nicht. Guck mal. Okay, jetzt komm. Okay, warte, ich geh da mal. So, ich tue es wieder in die Tasche. Ja. Alosch. Na, kommst du jetzt wieder näher. Jetzt auf. Kann man einstellen, wie weit man weg sein soll oder wie nah man dran sein soll? Das ist ja egal, er geht drauf. So, ich geh. Ja, ich glaube, die Verbindung ist manchmal nicht gut. Ne? Kann sein. Ach, guck mal, jetzt hat er zugemacht. Auf oder zu? Nee, zugemacht. Echt? Warte, jetzt ist er auf. Nee, jetzt hat er zugemacht gehabt. Ja, warte. Jetzt hat er aber noch nicht zugemacht. Warte nochmal, ich gehe da hin. Hallo. Ah. So, Alosch, das geht. Okay, guck. Lass mich ein bisschen weiter weg. Geht's aus. Er braucht manchmal ein bisschen länger, oder? Ja, ich glaube, du musst den Schlüssel irgendwie tragen. Ach, das muss schon so sichtbar sein. Ja, ich glaube, du musst den schon tragen, weil sonst erkennt er das manchmal, glaube ich, nicht. Aber ey, für 80 Euro kann man so viel auch belangen. Okay, so. Kann man nichts sagen. Geht auf. Ey. Weil normalerweise, ich könnte jede beliebige Marke drauf machen, sodass dann das hier, genau, dann zeigt er das als Logo. Ey, yo, wir haben gar nicht geguckt, ob der startet, Eilosch. Ja, ah, ja. Ja. Also haben wir den Schlüssel nicht kaputt gemacht. Okay, also das funktioniert. Schlüssel erkannt. Finde ich cool. So, du machst aus. Du nimmst den Schlüssel, hast du ja gar nicht benutzt. Und dann machst du zu und dann gehst du. Geil. So, und dann kommst du mit dem Schlüssel nochmal. Probieren wir es nochmal. Ich will jetzt keinen Vorführeffekt haben. Hat er schon auf. Ne? Also es ist echt... Ne, es ist ja so ein kleines Teil. Mal erkennt er das gut, mal erkennt er das nicht gut. Guck mal, jetzt hat er wieder schon zugemacht. Und ich finde, das reicht, Eidosch. Das reicht? Ne? Also, für das Geld? Ich meine, wenn es bei 10-mal, 2-mal nicht klappt, ist ja nicht schlimm. Weißt du kannst du? Immer noch den Knopf drücken. Ja. Also ich finde es geil. So, was wir jetzt so machen. Ja, ich bin hier nicht. Kollege, mach dazu. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr das jetzt auch machen oder nicht. Aber ich finde es geil. Es ist eine perfekte Lösung. Ne, wenn man Keyless Go hat, kann man das auf jeden Fall nutzen. Wenn ich noch mein Logo hier reinkriege, Eidosch, dann ist perfekt.
Alles unten verlinkt. Wer sich das gönnen möchte, gönnt euch das. Also, wer Lürtin will. Ja, also ich find's geil. Ich feiere das. So, danke schön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft. Ciao.